So, willkommen zu einem kleinen Review zum Kindle Paperwhite. Das ist die 11. Generation von 2021, also aktuell noch das neueste Modell. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen was, um eventuell oder hoffentlich euch die Entscheidung so ein bisschen abzunehmen, ob es das Gerät für euch ist oder nicht, ob ihr vielleicht doch ein anderes nehmen solltet. Auch werde ich nebenbei immer mal so ein bisschen was die Uhr so, wenn die Unterschiede erzählen zu dem Kindle 2022, weil ich war sehr verwirrt. Ich kenne mich gar nicht aus mit Kindle. Das ist das erste Gerät, was ich habe. Und wenn ich das bei Amazon suche, dann war ich erstmal verwirrt, warum denn das neue Kindle, so wie das da angepriesen wird immer, das neue Kindle 2022 billiger ist als das Kindle Paperwhite von 2021. So, der Grund ist im Endeffekt ja einfach nur, dass das Kindle 2022 so eine geupdatete Version vom ersten Kindle ist. So, quasi kann man das sagen. Genau, kommen wir jetzt aber mal zu dem Gerät hier. Die Verpackung, ja gut, die ist wahrscheinlich egal. Hier gibt es jetzt nicht viel, was ich euch erzählen muss. Wir kommen also erstmal zu den Abmessungen. Und zwar ist das Gerät 174 x 125 x 8,1 mm dick, ist also sehr handlich und wiegt 205 Gramm, das ist also nichts, ne? Es wiegt wirklich nicht viel. Es ist nicht so, dass wenn wir das in der Hand haben, oh, irgendwann der Arm weh tut, weil es zu schwer ist, um Gottes Willen. Ja, so ist es nicht. Wir haben ein 6 Zoll großes Display und eine Pixeldichte von 300 ppi. So, da ist jetzt der erste Unterschied zu dem Kindle 2022, das hat nämlich nur ein 6 Zoll großes Display. Die Abmessungen sind fast identisch, nur ganz leicht kleiner. Also das Gerät hier ist nur leicht größer. Das liegt daran, dass hier einfach die Bildschirmränder schmaler sind, als sie das noch bei dem Modell waren. So. Genau, ich habe das Gerät jetzt hier in der 8 GB Variante. Das gibt es auch noch größer, 16 GB auf jeden Fall, 32 weiß ich jetzt gar nicht. Mir reicht aber auf jeden Fall 8 GB, weil ich gar nicht weiß, warum ich noch mehr brauche. So, ein Buch nimmt ja kaum Speicher weg. Das heißt, mit 8 GB kann ich schon mehrere tausend Bücher auf dem Gerät speichern. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich noch mehr Speicherplatz brauche, aber wer das braucht, kann das haben. So, genau. Gut, manch einer löscht die vielleicht auch einfach nicht, wenn er sie durch hat, obwohl man sie ja immer wieder runterladen kann. Dann, ja, keine Ahnung. Also ich finde 8 GB reicht vollkommen aus. Dann ist das Ganze hier wasserdicht. Es ist nicht spritzwassergeschützt, es ist wasserdicht. Tatsächlich, IPX8. Ich glaube, es stand da bei 2 Meter, also bis 2 Meter Tiefe, 60 Minuten wasserdicht. So, das heißt, lest ihr vielleicht am Pool, im Pool, auf der Luftmatratze, lest ein Buch, euch fällt das Ding in den Pool rein, dann ist das gar kein Thema, das Ding ist wasserdicht. Bei Salzwasser sah das anders aus, es stand auch mit drauf, ich kann es jetzt aber nicht mehr genau wiedergeben, ich glaube, da war es nur eine Tiefe von irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 20 cm oder so, dann wäre es noch ein Weilchen wasserdicht, aber ja, also wenn es euch ganz vorne ins Wasser fällt, im Salzwasser, ist auch das kein Problem. So, ja, genau, das von außen. Wir gucken uns das Gerät mal kurz an. Wir haben hier unten eine breitere Fläche. Das ist ganz praktisch zum Festhalten oder wenn wir es so halten. Wir haben hier unten den An- und Aus-Knopf, den An- und Aus-Schalter. Da sehen wir ihn sehr gut. Hier haben wir einen USB-C-Port und hier haben wir eine LED. Das kann ich mal kurz zeigen. Die leuchtet immer kurz auf, wenn wir das Gerät entsperren, warum auch immer, leuchtet auch und zeigt uns farblich den Ladestand beim Laden. Genau. USB-C war mir sehr wichtig. Da müsste ich jetzt lügen. Aber ich glaube, das neue Kindle von 2022 wurde auch auf USB-C geupdatet. Ist mir relativ wichtig, weil ich das nicht mag, immer zig Ladekabel zu haben. Ich meine, klar, im Endeffekt sind es nur zwei verschiedene Ladekabel, aber ich finde es schön, wenn ich einfach mein Handy-Ladekabel mitverwenden kann. Ich habe ein Ladekabel in der Steckdose und das kann ich für alles benutzen. Deswegen finde ich das ganz schön, dass man das hier gemacht hat. So.
Ansonsten gibt es hier nicht viel zu erzählen. Die Seiten, also hier sind keine Knöpfe mehr, hier ist nichts. So, die Rückseite ist aus Plastik. Fühlt sich jetzt nicht ultra hochwertig an, aber es geht dadurch, dass es so eine Soft-Touch-Oberfläche ist. Man kann das vielleicht so ein bisschen sehen oder erahnen. Aber hier, die ist auch sehr anfällig für Fettflecken, die man dann auch nur schwer wieder wegkriegt. Aber früher oder später hat man wahrscheinlich das Gerät eh in einer Hülle. Wobei ich aktuell sagen muss, ich habe mir jetzt gerade eine Hülle geholt. Das ist die hier. Wenn ihr wollt, kann ich euch das verlinken. Die sieht schlicht aus. Ist so ein bisschen Kunstleder. Hier sitzt das Kindle, hier ist natürlich ein Hafen, ein Hund. Hier sitzt das Kindle bombenfest drinne und ja, macht guten Eindruck. Wir haben hier noch so eine Lasche, wo wir. Naja, gut, hier, um das soll es ja aber auch gar nicht gehen, aber es ist ja hier geschützt. Ja, so, das Gerät, ups, tut mir leid. Das Gerät gibt es mit oder ohne Werbung. Das war immer schon so. Da muss man einfach für sich wissen, was man will. Erst wollte ich das Gerät immer unbedingt ohne Werbung haben. Dann hat man jetzt hier, das ist jetzt schon die Werbung, ne? Das ist übrigens alles. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die denken, oh, ich brauche aber keine Werbung beim Lesen. Das hier ist die Werbung. Und das war's. Ansonsten findet ihr keine Werbung im Gerät, auch nicht beim Lesen oder irgendwas. Das hier ist die Werbung. Der Sperrbildschirm quasi. Das Gerät hier ist jetzt quasi ausgeschalten, ne? Und das ist die Werbung. Wir werden Bücher angezeigt, die aufgrund unseres Stils, was wir so lesen, werden uns hier die passenden Bücher dafür angezeigt und keine Staubsauger oder ähnliches, ne? Wirklich nur Bücher. Und ich dachte mir dann, eigentlich ist es auch ganz praktisch, so lernt man auch neue Bücher kennen. Weil ich sonst eigentlich gar nicht so die Leseratte war. Also kann ich jetzt, weiß nicht, lerne ich eben so dadurch noch neue Bücher kennen und das ist ja auch ganz praktisch. Deswegen habe ich es dann doch genommen. Ansonsten hätten wir jetzt hier wahrscheinlich einen Bildschirm, ein Bild drauf als Sperrbildschirm. Wenn ich das Ganze hier entsperre, dann sind wir eben kurz in diesem Modus. Jetzt habe ich da zu dem Buch auch ein Bild dazu und. Genau. Hier ist auch nochmal vielleicht ganz cool zu sagen, für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich relevant. Ich hatte das in den Einstellungen jetzt gesehen. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der ganz viel Erotikbücher liest, ist es ja ein bisschen unangenehm, wenn jetzt hier so eins vorgeschlagen wird und jeder könnte das sehen, obwohl wir ja normalerweise, das muss man ja auch dazu sagen, die Klappe, wenn wir ein Cover haben, ist es eh zu, da sieht es eh keiner. Aber das wäre dann vielleicht relativ unangenehm für den einen oder anderen. Dafür gibt es eine Einstellung. In den Einstellungen, wer hätte das gedacht? Eine Einstellung, in der man das ausstellen kann, dass einem solche Bücher mit sexuellen Inhalten oder sowas angezeigt werden. Ja, ganz praktisch. Man hat an alles gedacht. So, mehr gibt es ja jetzt hier nicht zu erzählen. Wir entsperren das Ganze einfach mal, indem wir hier, ach so, hoppa, so, indem wir hier drüber ziehen. So, und dann kommen wir hier auf die Startseite. So sieht das Ganze aus. Ich sehe gerade hier wieder das Licht an. Das machen wir mal aus. So sieht das Ganze aus. Und ich muss sagen, wow, es sieht wirklich aus wie Papier. Das wird jetzt in dem Video hier nicht so deutlich. Das wird man hier nicht so gut sehen. Aber es ist so. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, also an alle die, die noch kein Kindle hatten, kein Kindle Paperwhite, auch wenn ihr jetzt denkt, oh ja, das sieht sehr gut aus. Wenn ihr das Gerät kauft und auspackt, dann wird nochmal der Wow-Effekt kommen. Ihr werdet sagen, wow, und dann werdet ihr das Gerät halten und dann alle Seiten so, wow. Ne? Also es ist wirklich faszinierend, wie das funktioniert. Ja, sehr, sehr schön. So. Genau, dann haben wir hier die Startseite. Hier haben wir so eine kleine Übersicht. Wir könnten jetzt hier oben aber auch noch in den Shop reingehen. Das Ganze sieht dann so aus. Das läuft übrigens über WLAN. Ja, das heißt, ich meine, wenn ihr jetzt im Urlaub seid und ihr habt keine neuen Bücher mehr runtergeladen, ihr hattet nur eins und ihr seid durch und ihr wollt unbedingt noch eins für den Rückflug haben oder so, dann könnt ihr das zur Not ja auch mit eurem Hotspot vom Handy oder so verbinden kurz, um das Buch runterzuladen. Das sind ja nicht viel. Die Bücher sind ja nicht groß. So. Es hat aber nur WLAN und es gibt auch keine Variante, wo wir mobile Daten nutzen könnten. So. Hier oben in der Ecke haben wir dann Einstellungen, ja, wir haben sogar einen Webbrowser dabei, den ich jetzt aber nicht nutzen würde, weil es einfach, ihr seht ja, das ist ja recht träge, das ist ja kein richtiges normales Display, das ist einfach, glaube ich, dafür nicht so,
Ich so, gut, geeignet. Wir können uns hier die Werbung auch nochmal anzeigen lassen, falls da ein Buch dabei war, wo ich dachte, oh, das wäre interessant für mich. Und das finde ich eben sehr gut an dieser Werbung, ne? Also es ist tatsächlich vielleicht nicht so verkehrt. Hier haben wir die Einstellung. Hier können wir diverse Sachen einstellen. Das kann dann ja jeder aber für sich nochmal erkunden. Wir haben hier die Bibliothek, wenn wir unten drauf drücken. Ich habe jetzt hier nicht viele Bücher drin. Und hier kann ich aber auch mal zeigen, und das finde ich auch ganz gut. Wir haben hier zum Beispiel bei Harry Potter, steht hier unten eine kleine 3. Das bedeutet, dass hier drei Bücher drin sind. Gehen wir hier drauf, sehen wir das auch. Das heißt, zack. Das heißt, Bücher, die zusammengehören, weil es mehrere Bände sind, mehrere Teile, die werden automatisch hier gelistet. Und das finde ich sehr gut tatsächlich. Das ist ganz praktisch. So haben wir immer das Ganze schön übersichtlich. Genau. Ich habe jetzt hier oben, ihr seht es gerade, auch einen Filter gesetzt für heruntergeladene Bücher, weil sonst würde mir hier zu viel angezeigt werden. Das ist dann einfach zu verwirrend. Ich will hier nur meine runtergeladenen Bücher sehen. Den Filter mache ich weg und lade mir was runter von früher oder so. Hau den Filter dann wieder rein und dann sehen wir das eben besser. Also es ist einfach übersichtlicher so. Genau. Das war's. Wir können mal ein Buch aufmachen. Das ist hier unten das, was ich aktuell noch auf hatte. Noch ganz am Anfang. Und dann sehen wir hier mal, wie das hier alles gelistet ist. Wir haben hier unten Seite 11. Das heißt, hier unten wird uns immer die Seitenanzahl angezeigt, wo wir gerade sind. Hier hinter eine Prozentanzeige vom Lesefortschritt des Buches. Hier oben wird mir die Uhrzeit angezeigt, weil ich gerne oder meistens auf Arbeit in der Pause lese. Dann kann ich also sehen, oh, meine Pause ist jetzt vorbei, ich müsste mal weitermachen. Genau, dann haben wir das Display hier nämlich aufgeteilt. Hier in dem Bereich hier drüben machen wir natürlich Seite weiter, blättern wir eine Seite weiter, hier blättern wir eine Seite zurück. Wenn wir hier oben drücken, dann kommen wir hier quasi wieder so rein und haben hier noch diverse Optionen, um das zu ändern. Hier unten können wir uns zum Beispiel die Seiten so anzeigen lassen. Könnten hier unten eben weiter blättern, falls man mal schnell was Bestimmtes sucht. Touchscreen reagiert übrigens sehr gut. Hier oben haben wir die Möglichkeit, hier im Layout alles Mögliche zu ändern. Die Themen können wir hier ändern. Wir können hier die Schriftart einzeln ändern. Hier sind diverse Schriftarten. Hier oben haben wir immer noch die Seite. Da können wir dann also gleich sehen, wenn wir das ändern, wie sieht das Ganze dann aus? Ich lasse das hier immer drin. Wir können hier das Ganze noch fetter machen, damit es angenehmer für uns zu lesen ist. Wir könnten auch hier die Größe noch ändern. So, ich lasse das immer so auf 4 hoch. So, dann können wir hier das Layout ändern. Die Seitenränder sind schmaler geworden. Ich finde, also klar, es ist Platz für den Finger. Aber es könnte auch ein bisschen breiter sein, wobei ich will es aber auch nicht breiter, weil es dann irgendwie nicht mehr schön aussieht. Also muss man sehen, es reicht aber, ne? Ich kann das jetzt hier so auch gut in der Hand halten. Wir haben aber auch die Option, das finde ich ganz gut. Das gilt aber jetzt hier nur für das Buch, was wir gerade lesen. Ich kann hier das Format in den Querformat ziehen. Und dann haben wir so, und dann haben wir hier unten ja die breitere Fläche und können hier auch super das Gerät festhalten. Auch ganz gut. Gilt aber wie gesagt nur für das Buch. Sobald ich hier rausgehe in das Startmenü, ist alles wieder Hochformat. Und es wechselt nur in diesem Format. Das heißt, ich kann es auch nicht andersrum nehmen, falls ich mal so lesen will. Geht auch nicht, leider. Dafür müssen wir zur teureren Variante greifen. Das wäre wahrscheinlich das Oasis. Da geht das, glaube ich. So, wir gehen aber wieder in den Hochformat. Ja, hier können wir die Ränder einstellen, wie breit die Ränder sein sollen, die Ausrichtung und den, oh, Abstand. Nicht ausschalten, wir wollen abbrechen. Ja, sehr schön. Das ist nämlich so ein Problem, was viele bemängelt haben, dass wir den Knopf hier auf der Unterseite haben und wir sehen, der guckt so raus. Das heißt, wenn ich das jetzt so hinstelle, komme ich immer wieder auf diesen Knopf drauf. Passiert uns aber nicht mehr, wenn wir eine Hülle haben, tatsächlich. Ist jetzt aber auch kein Problem, was ich bisher so hatte, ne? Das ist jetzt nur fürs Video. Genau, so hier bei mehr haben wir noch Sachen wie den Lesefortschritt. Unten wurden uns ja die Seiten angezeigt, da können wir uns aber auch anzeigen lassen, in welchem Kapitel wir sind und so weiter. Die Uhr beim Lesen, die habe ich auch angestellt, ein paar Infos und so weiter. Also hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Hier gibt es auch noch die Umblätteranimation, die ich aber selber nicht schön finde. Ich zeige euch nochmal kurz, wie das aussieht, wenn wir hier umblättern. Jetzt machen wir das Ganze mal.
mit der Umblätteranimation. Also ich bin Fan von sowas, aber hier sieht das irgendwie tatsächlich nicht so schön aus. Das ist die Umblätteranimation. Also gut, es geht schon, es hat schon was, aber ach, ich weiß auch nicht. Ich finde das ohne, finde ich es tatsächlich schöner. Deswegen machen wir die wieder aus. So, jetzt kommen wir noch zu den wichtigsten Sachen am Gerät. Es ist natürlich, es sieht jetzt hier super aus, wie ein Blatt Papier. Wenn wir jetzt aber, wenn es aber dunkel wird, sehen wir halt nichts mehr, ne? Dementsprechend können wir hier die Leiste runterziehen. Hier haben wir nochmal den Flugmodus, hier haben wir Bluetooth. Bluetooth brauchen wir, wenn wir Bluetooth-Kopfhörer verbinden wollen. Denn wir können über Audible Kopfhörer, nein, über Audible Hörbücher hören. So war das nämlich. Dafür brauchen wir Bluetooth-Kopfhörer. Wir haben den Dunkelmodus, das haben auch beide Geräte, finde ich aber auch nicht so schön tatsächlich, dann lieber hier das. Wir können das Ganze synchronisieren lassen nochmal und dann haben wir nochmal die Einstellung. So, ja, warum ist das passiert? Wegen dem Knopf hier unten, ihr seht es, aber tatsächlich passiert mir das sonst nie. Das ist jetzt wirklich nur, weil ich das hier natürlich hinstelle fürs Video. Muss ich jetzt mal ein bisschen drauf aufpassen. So, wir haben hier die Helligkeit. Wir können ja die Helligkeit ändern. Ich weiß nicht, wofür die ersten 6 sind, weil man sieht so gut wie nichts. Dann fängt es aber an, hell zu werden. Ihr seht das, ganz klar. So, geil. Also ihr könnt perfekt im Dunkeln lesen. So sollte es sein. Das hat auch das Kindle 2022. Das wäre da wahrscheinlich so ein Update. Das hatte das erste Kindle wahrscheinlich nicht. Jetzt hat es das aber auch das Kindle 2022. Da ist der Unterschied, dass wir haben jetzt hier dahinter ja LEDs sitzen. Hier haben wir, glaube ich, 17. Ich müsste lügen, 17. Während es bei dem neuen Kindle 2022 nur 4 sind. Ich glaube, so gravierend wird der Unterschied nicht sein. Jetzt kommt aber der gravierende Unterschied. Wir können hier die Farbtemperatur ändern. Und das haben wir bei dem neuen Kindle 2022, was billiger ist, da haben wir das nicht. Und das ist auch der Punkt, warum ich definitiv sagen würde, kauft euch das Kindle Paperwhite von 2021, das neueste der 11. Generation, und nicht das neue Kindle 2022. Ja, denn das ist ein Traum. So, ich mache einfach mal ganz, ja, ich mache einfach nur so ein bisschen. Es ist, man sieht das jetzt vielleicht hier auch nicht so krass, aber wenn ihr lest im Dunkeln, ich bin, wenn ich dann was Helles gucke im Dunkeln, überfordert das meine Augen schnell. Wenn ich das so in diesen Bernsteinfarben machen kann, ist das so viel angenehmer. Ohne Mist, ich sag's euch, das ist ein Traum, so zu lesen. Und das kann ich euch auch dann dementsprechend wirklich nur empfehlen. Das ist auch jeden Cent wert. Und das sind jetzt einfach nur quasi die LEDs, die jetzt die Farbe von hell auf diese Farbe eben ändern. Ne? Das sehen wir jetzt zum Beispiel daran, wenn wir das Licht ausmachen, dann ist es eben wieder weiß. Ne? Da kann ich hier ändern, was ich möchte. Ich habe das hier meistens auf 15 gesetzt, die Helligkeit hier auch so auf 14, 15. Und dann ist das ein sehr, sehr angenehmes Lesen. Es macht wirklich sehr viel aus. Ich kann euch das nur ans Herz legen, da ein paar Euro mehr auszugeben, um dieses Gerät hier zu holen. Ne? Also wie gesagt, der Augenmerk liegt auf jeden Fall auf diesen Paperwhite. Nicht Kindle 2022, sondern Kindle Paperwhite 2021, die 11. Generation. Genau. Und ich kann euch auch empfehlen, einfach, wenn es jetzt nicht so dringend ist und das dann einfach vielleicht mal ein bisschen zu warten, weil die Kindle-Geräte sind ständig im Angebot. Und da gibt es wirklich gute Angebote. Ich hatte meins jetzt für 100 Euro gekauft und 104 Euro, während es eigentlich aber knappe 130 kostet. Also das macht dann schon durchaus Sinn. Genau. So, und mehr gibt es an der Stelle auch gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht helfen. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt vielleicht ein bisschen besser entscheiden. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt mich gerne in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Das ist für mich ja noch sehr wichtig. Und ja, ein Abo wäre natürlich der Jackpot. Das ist aber ganz euch überlassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und falls ihr noch andere Geräte oder irgendwas anderes sehen wollt oder reviewed haben wollt, dann könnt ihr das gerne auch mal vorschlagen. Vielleicht hole ich mir was für euch, damit ich es euch zeigen kann. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Lesen.